Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren heldenhaften Folge Spider-Man PlayStation 5 Remastered. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback auf die letzten Folgen. Wenn ihr Bock habt auf Spider-Man, wenn ihr Fan seid von Spider-Man und das Let's Play euch gefällt, dann unterstützt es gerne mit einer Bewertung. Wäre auf jeden Fall eine feine, ehrenhafte Sache eurerseits. Und checkt auf jeden Fall gerne dazu auch noch die Videobeschreibung ab. Bei meinem Partner Instagaming läuft immer noch ein Gewinnspiel. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie meine Social-Media-Seiten. Und wenn ihr dieses Video seht, müsste auch bei denen, also bei Instagaming, auch Black Friday Sale sein. Ja, doch, müsste noch laufen. Übers komplette Wochenende. Und dieses Video kommt, glaube ich, am Sonntag oder so ungefähr. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ist auch scheißegal. Checkt das gerne mal ab. Ist immer ein Blick wert. Und ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Machen wir weiter mit der Story? Ja, machen wir. Ihr seht auch, ich habe wieder einen neuen Anzug genommen. Den Sam Raimi, Tobey Maguire, Spider-Man-Anzug. Sehr nice. Bisschen Abwechslung hier, Freunde. Consolidated Shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Gute Nacht! Hier, Lodo! Habt ihr gesehen, wie man's macht? Habt ihr's gesehen, Leute? Und tschüss. So schnell kann's gehen. Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Hey, hört doch mal auf hier. Macht ihr schon schlapp oder was? Was ist denn hier los, Alter? Ah, da ist ja noch einer. Bam, Junge! Dieser Roundhouse-Kick ist einfach so geil. Fress das! Du mieses Schwein. Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Sehr schön. Hey, was geht ab? Warte. Ist der K.O.? Der ist K.O., wa? Und tschüss. Oh! Gut, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Schlaf schön. Er checkt gar nichts, der Vollidiot. Oh! Ich hätte sie erledigt! Aber klar! Ja, ey, wenn man die Finisher vergleicht mit denen von Miles, sind die schon nicht so überkrass präsentiert, wa? Obwohl die schon geil aussehen und Bock machen. Aber bei Miles haben sie nochmal eine Schippe zugelegt, draufgelegt, meine ich. Whee! So geiles Netz. So geil. Hey, komm her! Hast du Bock zu fliegen? Oh, Junge. Oh. Ey, soll ich meinen Spider-Bot holen? Mach sie fertig.
Zieht euch das mal rein, die sind so overpowered. Ihr bleibt hier und wartet auf die Polizei. Die sind so overpowered, Freunde. Muss die Überlebenden so schnell finden. Ja, ich bin doch schon dabei, Mensch. Zack. Einfach tot. Er ist einfach tot, eigentlich. Wie gesagt, wenn man genau nachguckt, hat er den irgendwie dann mit Spinnnetzen an die Häuserwände festgeklebt. Aber eigentlich, wir sehen es ja, dass er es nicht macht, eigentlich. Ja, komm her, Großer. Hey, Dickerchen. Hört doch auf, euch immer einzumischen, Alter. Ist der Große schon kaputt? Der ist schon... Okay. Der ist schon K.O., der Lappen. Spider-Drohne! Bam, Junge, dieser Roundhouse-Kick ist so geil, Alter. Beziehungsweise dieser Drehkick, ja. Tschüss! Ja, siehst du, habt ihr gesehen, wie er verschwunden ist einfach? Darf man natürlich nicht zulassen, dass er hier jemanden umbringt. Das macht Spider-Man noch nicht. Ich hab grad zu tun! Ach, hier drüben ist noch einer. Hey, was geht? Ich bin kein Verräter. Ey, Junge. Alles okay? Ja. Ja, danke. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Hallo nochmal. Ach, komm schon. Nein, 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 nein! Freunde, findet ihr das eigentlich gut, dass die Quick-Time-Events raus sind bei Miles, oder findet ihr das schade? Alter, was geht ab, Spidey? Los, los, los! Boah. Ist das echt passiert? Ja. Das war ziemlich geil auf jeden Fall. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Na klar, Smiley. Drachenrolle, Junge. Nebenbei ausgeführt, weißt du? Ja, weil ich's kann. Komm schon! Boah, Raketen! Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst den runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen?
Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Ich probiere doch schon mein Bestes, ey. Was wollt ihr denn? Ey, nur am Meckern, weißt du? Können ja auch mal ein bisschen bessere Arbeit leisten, ey. Ey! Randale hier, Mensch! Hört doch auf mit den Raketen. Ihr merkt doch, dass es nicht funktioniert. Jetzt, endlich. Hoffentlich überlebe ich das. Ach, Spidey, ich dachte, du gehst genau durch das Loch da durch. Ah, Feuer kann mir nichts anhaben. Hi, ist das die Maschine nach Newark? Geil. Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir. Komm. Ein Motor ist aus, jetzt der zweite. Ja, geh rüber, geh doch rüber. Ich will doch auf die andere Seite, aber ja, jetzt. Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ich muss den zweiten Motor deaktivieren. Bin dabei, Spidey. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Alter, richtig geil präsentiert, oder? Komm schon, Pete, du schaffst das. Nice, ja. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Oh, wie knapp. Bitte vermassel das nicht. Geil. Das ist eine ganz andere Musik, aber egal. Juckt doch niemanden am Ende. Sehr nice. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Oh, ich sah nicht. Cool, danke. Haben die eine Website? Yes. Ups. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. Gute Miles. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Nice, nice, nice. Geil. Gehen wir direkt mal hin, oder? Direkt dorthin. Ja. Lalalala. Alle Einheiten. Zivilisten benötigen nach Autounfall Hilfe. Deshalb hat Jonah mich so gut bezahlt. Das behalte ich. Nebenbei kann man das ja mal mitnehmen, oder? Ey, wie viele Gebäude hier auf einem Fleck sind. Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch wehtun. Ja, ey. Oh, das will ich mal kurz checken. Nee. Nee, schade. Schade. Denn bei Miles Morales, genau vor dem Gebäude, haben sie diese... Mein Gott, jedes Mal Jonah. Aber doch nicht in diesem Moment, wo wir gerade ein bisschen über Black Panther, Chadwick Boseman reden wollen. Was laberst du mir dazwischen, Alter? Mein Gott. Im Miles Morales Spiel haben sie nämlich die Straße umbenannt in Boseman Avenue, glaube ich, war das. Oder Street, irgendwie sowas. Naja, ihr wisst ja, ist ja leider verstorben. Am dreckigen Scheißkrebs, Alter. Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren.
Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quälgeister stoppt. Hat dich überrascht, was? Hat er das wirklich finanziert? Oder wie meint er das? Ist das eine Vorgeschichte oder was? So. Perfekt. Ich dachte, der labert noch ein bisschen weiter. Deswegen bin ich hier kurz in die Action reingegangen. Und tschüss, Jungs. Bei dem Runterziehen mit den Netzen müsste es auch nochmal so knallen, ey. Dieser Sound. Chouchi! Keine Ahnung, was das heißt, aber... Das klingt cool. Fisk war verrückt, aber er liebte New York. Okay, danke für die Info, Spidey. Er liebte New York, ja, wenn er es kontrolliert. Wenn er es kontrolliert. Was denn sonst, ey? Aber gut, okay. Ja, ist schon geil, Alter. Kingpin auch bei der Daredevil-Serie, Alter, ist auch so geil gemacht, wa? Der Schauspieler sollte auf jeden Fall nochmal in einem Film dabei sein, oder? Körperverletzung gemeldet. Ort ist Little Tokyo. Over. Ort ist Little Tokyo. No time. Keine Zeit, keine Zeit. Spider-Man ist allzeit bereit. La la la, la la la. Alter, es ist so weit weg, Alter. Aber für mich macht's Spaß, Alter. Ich hab ganz gerne das hier schwingen. Mir macht's Spaß. Ich weiß nicht, wie es beim Zusehen so rüberkommt, aber die meisten, wie gesagt, von euch kennen ja sowieso schon das Spiel, oder? Wer kennt Spider-Man von 2018 denn nicht? Jetzt mal ernsthaft. Also, weißt du? Warum sollte man das nicht vor 2 Jahren geguckt haben? Wunderbar. Ich bin einfach der fliegende Fotograf hier, wa? Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei, vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Einmal, Sir. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir.
Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden ihre Firma, ihre Stadt und alles, was ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Freunde, hier ist ein guter Moment. Hier hören wir auf. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Seid dabei, lasst eine Bewertung da und lasst es euch gut gehen. Ja? Bis zum nächsten Mal. Haut rein.